Willkommen Leute, zurück zu Chrono Trigger mit mir Playman und wir haben ein neues Teammitglied und zwar Robo und das stürmt und blitzt gewaltig in dieser neuen Welt. Wenn wir stehen bleiben, dann wird auch unten links die Jahreszeit eingeblendet, 2300 AD. Wir kommen aus dem Jahr ursprünglich 1000 und waren auch schon im Jahr 600 AD. So sind wir wirklich weit hinzu und wir müssen sogar hier rein, das ist mir jetzt klar. So, er kann das Sicherheitssystem deaktivieren, der Roboter. Robo an die Macht. Hebe Sicherheitssystem 00 auf. Da kommt da schon wieder diese komische Schleim da, der totale Verteidigung hat. Schon wieder ein Volltreffer mit einem Schlag weg. Nee, doch nicht. So, Batsch. Der zieht zwei ab, das hat gereicht. Ein Techpunkt, 220G, also gar nichts. Das erinnert mich so ein ganz klein wenig an Pokémon in so einer Arena. Da gibt es ja auch sowas mit den Fließbändern. So, was machen wir denn da am besten? Also auf jeden Fall muss ich mal testen, was hier der Robo überhaupt drauf hat. Wofür er überhaupt steht. Ich könnte dann trotzdem mal. Und was für ein Element er ist. Gibt LP teilweise zurück, also ist wieder so eine Art Heiler. Und schlägt einen Gegner, schlag den mal. Er hat sicherlich die Faust dann ausgefahren. Jo, so habe ich mir das gedacht. Der zieht ordentlich was ab, hey. Wahrscheinlich nur wegen dem Volltreffer hat Chrono so viel abgezogen vorher. Jawohl. Meistens ist ja so, dass man immer vier Teammitglieder gleichzeitig hat. Hier scheint es so, dass man immer drei gleichzeitig hat, weil sonst sehe ich keinen Sinn, dass sie einbauen, dass jemand zurückbleiben muss. Jetzt nach unten. Ich bin gespannt, wie viele Charakter man am Ende wirklich hat. Das wird auf jeden Fall nicht gut, dass es keine Zufallskämpfe gibt, sonst müssten wir hier uns echt anstrengen und mit. Das ist nicht leicht. Was ist das denn hier? Was zur Hölle? Wie? Wir haben einfach so in den Kampfraum reingeschickt. Ha! Auch gut. Zack! Ist er dem Feind da schon besiegt, weil es ein Volltreffer war? Der hat aber auch 256 HP gehabt. Beziehungsweise LP. Robo, einmal drauf, Pam. Also Robo ist sowohl Fern- als auch Nahkämpfer. Hat man gerade sehr schön gesehen. Laserwirbel. Doppeltech, Raketenrolle. So. Wieder in den nächsten Raum, wo ein Gegner ist. Können wir direkt mal. Raketenrolle. Hier. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, beide Charakter, mit denen man diese Doppelattacke ausführt, müssen angreifen können währenddessen, sonst geht das nicht. Deswegen kann ich das jetzt gerade auch nicht machen. So treffe ich zwei, so immerhin. Ja. Hat mich jetzt gewundert, dass der vordere besiegt wurde. Weil er ja viel, viel weniger abgezogen bekommen hat, aber dann ist der hintere wirklich viel, viel ausgereifter. Ich frag mich, was für ein Modell meiner ist, also mein neuer Kollege hier. Schon wieder ein Gegnerraum, hey. Vor allem jetzt so fünf Stück auf einmal. Mehr geht eigentlich kaum. Jawohl! Raketenrolle geht auf alles. Wie nice ist das denn? Boah, hat das einen Radius, hey. Boah, das ist gut. Mein HP oder LP muss ich mir keine Sorgen machen. Jetzt dürfen die natürlich eine Reihe lang angreifen, ohne dass ich irgendwas machen kann.
So, Krone auf jeden Fall und nochmal eine Raketenrolle, dann sollten sie alle besiegt sein, von daher mache ich das auch. Wo sehe ich eigentlich, wie viel. Achso, das kostet jetzt 3 und 2. Da oben rechts hat man nichts gesehen an dem MP. Sogar unterschiedliche Anzahl für beide. Das dürfte aber fast alle besiegt haben, wenn nicht alle besiegt haben. Ja. Sehr gut. Nein. Sag mal, wie viele Gegnerräume kommen denn jetzt? Ich muss mal weiter. Weil hier ist noch eine Kiste, genau. Ein Äther. Jetzt werden wir nämlich zurückgebracht. Aber das Äther wollte ich mir dann doch mitnehmen und ich denke nicht, dass nochmal neue Gegner da sind. Ja, falsch gedacht. So sieht's nämlich aus. Neue Gegner sind angeheuert. Und machen hier auf Ich lass dich nicht durch, man. Na gut, dann trainieren wir was. Weil ein Äther für jetzt nochmal die ganzen Gegner, das hat sich dann doch irgendwie nicht gelohnt. Aber egal, drauf da. Machen's. Zabam. Erfahrungspunkte G. Für einen Äther, ey. Das war das Äther des Grauens, Mann. Auf alle Fälle Chrono, greife ihn an mit 78 Schaden. Bald sollte auch wieder ein Job kommen, hey. Hatte schon länger keinen Job. Laserwirbel. Hat man ihn schon mal? Nee. Ist okay. Also, er macht's ja alleine. Ist ja jetzt keine Kombinationsattacke gewesen, deswegen kann man es auch nicht so stark einsehen. Boah. Was ich mich gerade frage, ist, kann man sich überhaupt heilen? Also so viel Tonics habe ich gar nicht. Kann man sich überhaupt heilen, wenn man da zwischen diesen Ebenen ist? Ach, mach ihn fertig, ey. Steht im Weg. Sehr gut. Blub. Und zack, sind wir im Raum und dann sind wir durch, hey. Ja. War natürlich jetzt endgeil. Aber ich habe total vergessen, mich zu heilen. Gut, dass ich Grunde noch mal was verabreicht habe an Tonics. Auf jeden Fall, die ist mächtig, die Attacke. Wenn ich die zweimal ausführen kann, sind alle besiegt. Aber jetzt dürfen die erstmal angreifen. Luca habe ich erstmal geheilt. Ganz aus diesem Grund, weil sie jetzt geschockt wird, angegriffen wird, anvisiert wird. Ich muss warten. Jetzt kann ich Kombinationsattacke machen und Raketenrolle. Das sollte. Verdammt. Robo ist gestorben. Das heißt, meine Kombinationsattacke ist K.O. Oh, jetzt wird's nochmal kritisch, hey. Verdammt! Weil ich darf natürlich jetzt nichts machen, weil beide gleichzeitig was gemacht haben. Shit happens, hey. Klasse. Der Prozess. Ich spiel wieder hin. Bis gleich. So Leute, weiter geht's. Meine Güte, hey. Das ist hart, wenn man einmal Game Over geht. Meine Güte.
Wenn man dann nicht gespeichert hat, dann darf man sowas wie ein Rennen nochmal fahren. Man darf den Roboter nochmal aufsuchen. Boah. Also, immer mal schön speichern zwischendurch. Sonst wird es richtig happig, aber ich habe auch keinen Save Point mehr gesehen, muss ich sagen. Der letzte Save Point war eben Prozess. Das ist schon lange her. Zum Glück habe ich den Sicherheits-Save gemacht, als ich die Aufnahmesession letztes Mal beendet hatte. So musste ich dann doch nicht so weit zurück, aber ich meine. Zu leben noch, ich wollte nur kurz gucken. Ach, Robo ist immer noch nicht aufgeladen gewesen. Ich habe mich schon gewundert, warum ging das denn nicht? Mach ihn fertig. Auf ihn mit Gebrüll und zack. Na Gott sei Dank, ey. Nicht so sparsam mit den Tonics umgehen. Natürlich holen wir uns jetzt nicht mehr das unten. Was das da oben ist, weiß ich nicht. Wie wir da dran kommen, auch nicht. So. Viecher. Da können wir doch schön mal eine Feuerattacke reinsetzen. Und so ein Feuerwirbel wird da doch fast schon Wunder wirken. Ach, die wieder mit ihrem besonderen. Das sind die Kriecher, genau. Die kennen wir ja schon. Zum Glück geht's immer fehl. Raketenrolle? Ja, doch, das hier ist gut. Immer noch fehl. Ich denke, es werden alle besiegt, von daher. Natürlich. All das sind schwache Gegner. So, Treppe nehmen. Jetzt zweite Etage. Da ist eine Truhe. Auf jeden Fall mitnehmen. Tonic Medi, wichtig in der Situation. Das nur zur Schau, die Roboter da oben, was das geht ab. 400G. Schauen wir ja. Kontrollcode für den Kran. Code 00XA BB. Ich mir die jetzt merken muss, ne? 00XA XB. Wie mache ich das am besten, ey? Egal, wenn wir da sind, wird mir was einfallen. Jetzt erstmal werden die aus. Das war sozusagen das Wachpersonal hier. Zwam. Volltreffer. Auf ihn. Gib's ihm! Mach ihn fertig! Und jetzt noch Krone und das war's aber. Was, du lebst? Er lebt noch, würde er mir sagen. Und Achtung, die LP. Immer mal schön drauf achten. Jetzt könnten wir uns theoretisch schon speichern. Speichern. Theoretisch schon wieder aufladen. Mache ich auch. Ein Tonic für. Ich auf jeden Fall. Das ist noch eins. Boah, der hat voll viele LP, wenn er maximal ist, hey. Die halte ich erstmal. Ich bin relativ knapp bei Kasse, wenn man das so sieht. In Bezug auf Tonics. Die stellen sich perfekt auf. Sehr gut. Kriegt nur einen, jawohl. Aber mit der Feuerwirbel würde ich zwei bekommen und da Chrono sich relativ schnell auflädt, wenn er angreifen darf. Wenn die ihre Active da im Hinter sich haben.
Es geht so, ne? Aber fertig. Kann ich hier den Wirbel noch drauf machen? Er macht seinen Laserwirbel, dann sollten sie aber besiegt sein. Jawohl. Das gibt 2 Truhen und ich hoffe einfach mal, dass ein Medic-Pack drin ist. Von einem Kampf in den nächsten geschmissen. Die sind gar nicht mal so schwach. Aber das halten sie nicht aus. Aber doch, da haben sie mehr. Aber über 140 gehen sie dann doch nicht. Und das heißt, jetzt ist er alle. Und jetzt bitte kein Dritte, weil alle guten Dinge 3 sind oder sowas. Denken die sich, oh, bauen wir noch eine dritte Welle ein. Nee. Eine Unterkunft. Die sollten wir mal häufiger benutzen, wenn wir da bei Speicherpunkten sind oder sowas. Alter. Moment, ging da weiter? Nee. Was zur Hölle? Nee, nicht wirklich. Hier geht's nicht weiter. Wobei ich hier so einen Knopf sehe, aber ich sehe nicht, dass ich irgendwas tun würde. Ist noch mal einer. Ich schätze mal für den Kran da hinten. Aber wie komme ich so schon mal nicht? Komme ich denn am besten auf den Kran? Zum Pult, was das aktivieren kann. Okay, aber das machen wir dann im nächsten Part. Und dann sage ich, schaut wieder rein im nächsten Part, wenn es heißt, wie lösen wir dieses Rätsel und was dann passiert. Dann muss ja wieder weitergehen in der Story. Bin gespannt. Bis dann, euer Playmaden und tschüss.